Religionsfreiheit findet auch ihr Ende. Religionsfreiheit findet da ihr Ende, wo wir über Salafismus reden oder wo wir über den politischen Islamismus sprechen müssen. Und natürlich sind wir hier nicht kritiklos. Vollkommen klar irgendwie. Und da müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Der Islamismus als politische Ideologie hat einen menschenverachtenden Kern. Und die Praxis, der Terror und die Gewalt müssen verfolgt und abgelehnt werden. Und das ist Aufgabe der Polizeibehörden. Aber der Islam ist keine monolithische Gesellschaft. Es gibt unglaublich viele Richtungen, Spielarten, Gemeinden mit ganz unterschiedlichen Geschichten, Ausrichtungen, auch in ihrem Haltung insbesondere zu Frauenrechten und Ähnlichem. Und da müssen wir uns einfach auch ein Stück weit die Zeit nehmen und den Dialog suchen, hinzuschauen und hinzuhören, was ist tatsächlich die religiöse Praxis dieser Gemeinde, die hier eine Moschee errichten will, was ist ihre Vorstellung auch vom Zusammenleben der Geschlechter und Ähnliches mehr. Und ich glaube, das ist unsere Verpflichtung. Weil die, die jetzt laut schreien gegen Moschee, die wollen uns weismachen, es gebe den Islam und den gibt es nicht. Das ist eine Lüge. Es gibt nicht den Islam, genauso wie es nicht den Christen gibt. Es gibt den Protestanten, den Katholiken, es gibt dann Evangelikalen, es gibt Opus Dei, es gibt ganz viel. Ja? Und das eine und andere von dort ist auch eine sehr fragwürdige Richtung. Und so ähnlich ist es auch im Islam. Und das müssen wir anerkennen. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Und ich habe das Gefühl, dass es hier auch vor Ort der Fall ist, wenn wir uns diese Zeit nehmen und diese Gespräche suchen, dass wir auch tatsächlich die Ängste, die es möglicherweise gibt, dann auch abbauen können und den Weg, den Stefan so ein bisschen vorgezeichnet hat, vielleicht auch gehen können. Danke.